Kann man sicherlich auch irgendwie so ein bisschen hoch cheaten? Mit dem könnte ich mich da hoch cheaten. Oder auch nicht. So. Ja, ich leg die ja schon ab. Genieß einfach den Weg. Nee. Lass mal. Hallo Ben. Es geht. Wo ist meine nächste Schalter? Da. Musik ist aber so gut. Es ist wieder mal das altbewährte Prinzip. Je schlimmer der Ort, desto besser die Musik. Bitte? Warum? Musik ist genial. Oh. Musik ist wunderschön hier drin. Mit eins der besten Themes dieses Spiels. Muss ich ja nicht. Wahrscheinlich. Aber dafür gibt es anderen Stuff da drin. So. Einmal hoch. Komm drüber. Oh Gott, das war knapp. So. Hier einschalten, aber das ist wahrscheinlich eh nicht der erste. Ja, guck hier direkt oben erstmal weiter. Ja. Aua. Der Weg auf die Spitze ist zum Einschläfern langweilig, aber der Tempel oben ist cool. Oh ja. Und jetzt stell dir vor, du musst das alles später noch einmal machen, weil dir das Lied der Schwingen fehlt. Genau das. Okay, das war richtig. Von der Reihenfolge her. Ich hoffe einfach. Die Sache ist, wenn wir einmal oben sind, können wir die Eulenstatue aktivieren. Ich hoffe einfach, dass wir da irgendwann, entweder da oben oder sonst wo, das Lied der Schwingen bekommen. Damit wir das Ganze nicht noch einmal machen müssen. So. Und dann immer noch mal nach. Oh. Laser, you okay? Der Laser war hart am Lasern. Thank you.
Das Gute ist, es kann nichts Wichtiges auf dem Mond sein, weil ich das extra ausgestellt habe, dass irgendwas auf dem Mond ist. Ich hatte es, wie gesagt, im Testlauf mal drin gehabt. Dann war das Lied der Schwingen auf dem Mond. Dann habe ich das ausgemacht. Von daher, auf dem Mond ist nur das Übliche, der übliche Stuff. So. Und dann hier noch einmal hoch. Eigentlich hat er mich voll erwischt, aber gut. Okay, Stein. Du standest da einfach. Ist das Lied der Schwingen theoretisch wichtig? Nein. Aber hilfreich. So. Erstmal die aktivieren. Dann können wir in Zukunft auch hier hin. Magie-Lull. Tschüss, Fee. War schön mit dir. So, wie war das? Eigentlich muss ich ja, glaube ich, nur einen aktivieren, ne? Das war den da. Und dann mache ich einfach quasi meinen Ben wieder weg und dann kann ich da rüberfahren direkt. So. Den Trick habe ich zumindest auch hier im Randomizer gelernt. Spare ich mir zumindest einmal Lied spielen. Die Kamera kommt einfach nur nicht hinterher. So, aber eben war er doch da. Hä? So. Euer aller Lieblingsdungeon. It's Felsenturm-Time. So. Lass mir das ganze Vieh abschießen. Habe ich die Karte? Ich habe die Karte. Nice. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwas aktivieren kann in diesem Raum. Aber da ich noch keine Lichtpfeile habe und keine Sonne, erstmal nicht. So, hier. Konnte ich ohne Lichtpfeile wahrscheinlich auch noch nicht rein, ne? Ja. Sag es ja einfach nichts in diesem Dungeon machen, weil mir einfach alle Items fehlen. So wirklich. Also die Lichtpfeile halt, ne? Um so ein bisschen abzukürzen. Ich hoffe nur, es bringt mich jetzt nicht in Bredouille, dass ich keine Feuerpfeile habe. Das wäre echt unpraktisch. Komm mal her. Nice. So. Einmal mitnehmen. Und abstellen. Das sind schwere Holzkisten. Mitnehmen. Und abstellen. Jetzt haben wir zumindest wenigstens einen Schlüssel, dann kommen wir ein bisschen weiter in dem Dungeon, aber auch nicht sehr weit. Aber die Feen, ich sag's euch, ne? Die Feen können eine Goldgrube sein in diesem Spiel jetzt.
Ich muss nur mal welche finden. Pong. Weil einfach jede der 15 Feen kann potenziell ein cooles Item sein. Oder eine Skulltula. Wir haben leider noch 31 Skulltulas im Pott. Viel zu viele. So. Konnte ich jetzt nochmal springen? Hier. Okay. Ich hab den Gegner erwischt. Ach, da geht's runter. Erste Truhe Deku-Schale. Please, yes. Du nicht? Okay. Dann. Du? Whoa! Whoa! So. Mit dir. Ich sehe nichts einfach. Schlag einfach drauf. Irgendwas treffe ich schon. Irgendwas habe ich getroffen. Alles okay. So, erste Truhe ist... Warum, Spiel? Warum packst du mir denn hier rein? Ich sag mal, einen Schlüssel, wenn ich alle Items habe, kann ich im Snowhead eh skippen. Hey, mein Herzteil. Das heißt, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem. So, und ich glaube, da oben müsste irgendwo noch eine Truhe sein mit einer Fee. Oder einfach so ein Anhängepunkt. So. Hier war sogar Legendary Fee aus diesem Dungeon drin. Okay. Warum auch nicht? So, und dann können wir da rein. Ja, hätte ich mal Lichtpfeile. Money, randomizer kaputt. So. Moment. Da kommen wir dran. Er ist nur noch zwei Feen, dann wäre der Felsenturm zumindest abgeschlossen in der Hinsicht, aber trotzdem. Serious Spiel. Hättest du mir nicht irgendwie was, ich weiß nicht, Nützliches geben? Aua. Geben können. Moment, an den komme ich, glaube ich, auch mit einer Bombe dran. So, Dann haben wir da schon mal eine Truhe, an die ich erstmal noch nicht drankomme. Ist ja nicht so, als wäre hier genug Licht, um da, keine Ahnung, mit dem Spiegelschild ein bisschen rumzuleuchten, aber es ist nicht das richtige Licht. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas aktivieren kann. Einfach unendlich Magie zu haben, ist schon nice. So, das aktiviert. Da eine Truhe. Das bringt mir nichts. Wir brauchen fortgeschrittenes Licht. So. Da komme ich auch noch nicht dran und da bräuchte ich die Lichtpfeile. Na gut. Das
War ein wunderschöner Sprung meinerseits. Wenn ich das mal so sagen darf. Weißlicht. Okay. So, mein liebes Spiel. Das ist sogar die letzte Truhe, die ich mir holen könnte hier drin. Aber weiter komme ich nicht. Gib. Scheiße. Scheiße. Joa. War nur Milch. Was jetzt? Ich kann dem Dungeon nicht weiter. Mir fehlen die Lichtpfeile oder die Feuerpfeile? Joa. Joa. Oder ein Schlüssel. Okay. Dann gucken wir doch mal meine ganzen Listen durch. Wo habe ich was übersehen? Ich glaube, es geht. Milchbar. Kommen wir nicht hin. Deko-Spielgründe. Kommen wir nicht. Also kommen wir schon hin, aber bringt nichts. Swamp Scrub. Ja, wir hatten schon Schlüssel für den Dungeon. Aber halt leider erst einen. Den habe ich schon verbraten hier drin. Und ohne Lichtpfeile werde ich den leider immer verbraten. So, also der Deko im Sumpf, der uns Bohnen verkauft. Brauchen wir eine Deko. Die Sora-Halle, die Lichter, brauchen wir Feuer. Ocean Spider-Haus brauche ich halt eben alles Skulltulas. Treasure Game mit dem Deku. Tja. Normalen Poe. Der soll ja irgendwo in diesem Dungeon sein, aber ich weiß leider nicht wo. Joa. Also da komme ich an nichts dran. Ich kann auch Kaffeis Quest nicht starten, weil mir Kaffeis Maske fehlt. Ich habe, glaube ich, auch noch keine einzige Urkunde bekommen. Die Steine kann ich auch nicht machen. Die Maske der Wahrheit habe ich nicht. Nee, das ist auch das Sumpfspinnenhaus. Geronfüttern geht auch nicht, weil wir kein Feuer haben. Oder weil ich den Opa nicht gerettet habe. Seepferdchen habe ich auch nicht. Runterrennen kann ich auch nicht machen. Den Sumpf kann ich nicht befreien, um das Spiel mit der Hexe zu machen. Die Maske der Düfte geht auch nicht, weil ich den Sumpf noch nicht gemacht habe. Das Goronen-Race geht auch noch nicht. Das Fisherman's Game geht noch nicht. Ich kann zumindest hier drin eine Truhe abhaken. Was habe ich denn bis jetzt hier drin bekommen? Das war nur die Stone Tower Map einmal. Und Stone Tower Compass theoretisch, ne? Die beiden Truhen, die ich geöffnet habe. Und der anderen beiden waren eh nur Feen. In Guest Room. Brauche ich einen Schlüssel. Woodfall, die drei Truhen. Muss ich erstmal hinkommen. Twin Islands. Das ist eher alles Stuff, für den ich den zweiten Dungeon machen muss. Ocean Spider Treasure. Brauche ich die Maske des Hauptmanns. Dann brauche ich Deko. Stone Tower brauche ich Lichtpfeile. Das war Mountain Bombback nochmal. Was konnte ich mir beim Deko in den Bergen kaufen? Weiß das gerade jemand zufällig?
Hat sich zufällig jemand aufgeschrieben, was wir beim Deku in den Bergen für 200 Rubine kaufen können? Hatte der zufällig noch einen Stone Tower Schlüssel? Scheiße. Hatte der noch so ein Ding? Ich weiß es gerade nicht mehr. Müsste ich nochmal nachgucken gehen. Aber das wäre jetzt halt ein Hinweis, den wir nochmal nachgehen könnten. Rosas ist, das können wir nicht... Nee, wir haben Camaros Maske noch nicht. Wir haben auch nichts mit Papier. Haben wir überhaupt was bei dem gekauft? Bisher noch nicht. Wir haben einmal geguckt, was der hatte. Aber ich weiß leider nicht mehr. In die Milchbar komme ich auch nicht rein. Open the Racetrack. Es geht auch noch nicht. Ikana Castle Canyon. Happy geht auch noch nicht. Graveyard geht nicht. Secret Shrine geht auch nicht ohne Lichtpfeile. Hot Spring. Komme ich auch nicht schnell genug hin. Mountain Village auch nicht. Joa. Joa. Das einzige wirklich, was ich jetzt hätte, wäre leider wirklich, dass wir raus müssen und da mal gucken müssen, was der verkauft. Wie gesagt, ich habe sonst keine Ahnung. Ich habe Legend einfach keine Ahnung, was ich noch machen kann. Hat er denn eine Rubine gehabt? Nur was Unnützes. Ich habe sonst einfach nichts mehr auf meiner Liste. Warum? Warum stehen da drei Kyptos einfach random in der Ecke rum? Hä? Okay. I don't understand. Ich sag, das kann ich irgendwo runterspringen, um ein bisschen abzukürzen. Also um wirklich bis nach ganz unten abzukürzen. Ich spring einfach mal. Ja, doch. Ja, doch. Alter Link! Was hast du für Finger? Weißt du, fliegt gerade ein Abgrund runter und hält sich einfach so... Einfach mal eben festgekrallt. Nee, da konnte ich auch nichts machen. Lass mich mal ein bisschen fortspülen. Meine Güte. Die Schweinchen müssen sich auch gerade noch mal kurz melden. Vermuten ja immer noch, dass... Also entweder quiekt Kasumi da so laut oder Futaba quiekt da so laut, die sich beschwert, dass Kasumi ja am Arsch hängt. Ich habe es leider nie beobachten können, wer genau da quiekt, weil die immer aufhören, sobald wir da hingehen. So, was hatte die Hexe nochmal? Nur um es mal kurz zu checken. Eine Fee. Hatte ich die schon gekauft? Ich bin nämlich nicht abgehakt. So, du verkaufst nur an Menschen. Na gut. Ja. Ich guck mal, ob ich schnell ein bisschen Geld zusammenbekomme. Kann ich die nämlich eben schnell kaufen, dann haben wir die auch weg. Ja, ich glaube, die haben wir noch nicht gekauft. Na komm.